Ein herzliches Grüß Gott aus der Südstadt. Ich freue mich, dass der Cheftrainer der Admira Zeit für uns findet. Servus, Andi Herzog. Hallo, servus. Grüß dich. Danke für deine Zeit. Wir sind da, das darf ich kurz erklären, nicht direkt am Stadion oder am Trainingsgelände, sondern so im Tennisbeisel oder Tennisstübel, glaube ich, heißt es landläufig. Da findet man dich ab und zu aus einem speziellen Grund, wie ich im Smalltalk erfahren habe. Nein, also wir haben ja hier von der Admira, überhaupt vom Bundessportzentrum Südstadt, haben wir ja eine super Anlage und meine Kinder trainieren auch da. Und jetzt bin ich heute in der Früh schon da, weil der Sohnemann in der Kraft gekommen ist und jetzt sitzen wir da gemütlich. Ich habe erst am Nachmittag Training mit meinen Spielern und bin vollkommen entspannt noch. Papa Herzog als Cheftrainer von Herzog Junior, ist das eine Vision, die platzgreifend sich breit macht in deinem Gehirn? Nein, lieber nicht. Also, ich meine, klar haben die Kinder einen Ehrgeiz und so, aber man muss trotzdem auch alles realistisch betrachten. Sie haben schon ein Talent, keine Frage, aber es ist ein weiter steiniger Weg und ich gebe ihnen die Ruhe, sie sollen sich Zeit lassen, sie sollen halt mit viel Spaß und Leidenschaft an den Fußball herangehen, aber für mich ist die schulische Ausbildung wichtiger. So, ich fürchte, mich jetzt vielleicht ein bisschen zu verbrennen mit der nächsten Frage, aber deswegen stelle ich die vielleicht heikelste Frage gleich am Beginn des Gesprächs, dann haben wir es nämlich hinter uns gebracht. Ich maße mir jetzt an, Andi Herzog tendenziell und partiell mit Felix Magath zu vergleichen. Das hat aber einen speziellen Grund. Die Admira hat nämlich einen Tag vor unserer Aufzeichnung eine Insta-Story online gestellt, auf der ist zu sehen, wie das Trainerteam um Andi Herzog die Spieler recht steile Treppen hinaufjagt, mag ich fast sagen. Zuerst mit einem Sprunglauf und dann mit einem Steigerungslauf oder Tempolauf. Wie viel Felix Magath steckt denn in Andi Herzog? Nein, es ist so, dass gestern heute schon Schnelligkeitstraining, Explosivkrafttraining gehabt haben über die Treppen und dann auch an Auffahrt raufsprinten. Und das ist die Idee von unserem italienischen Fitnesstrainer. Ich hätte die Burschen nie und nimmer so viel hernehmen. Ja, du bist der Good Cop natürlich. Ich bin der Good Guy. Ja, der Ricardo Projekt ist der Bad Guy. Nein, es ist einfach so, dass die unter der Woche, wenn du nur einmal spielst, ich meine, wenn du jetzt Europapokal spielst, jeden dritten Tag, geht das eh nicht, aber wir müssen schon schauen, dass die Burschen da noch immer fitter werden, immer im internationalen Vergleich oder auch im österreichischen Vergleich mit Salzburg, dass wir da langsam aber sicher ein bisschen näher kommen. Es ist eh nur ein Riesenunterschied, aber trotzdem möchte ich halt einfach, dass die Burschen wissen, was sie zu tun haben. Und nicht nur während dem Training, sondern auch davor und danach. Und das muss schon alles in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Aber dass da mal eine harte Trainingseinheit dabei ist, vor allem am Dienstag, Vormittag, das ist ganz normal. Also das hat nichts damit zu tun, dass du Hass warst auf die Spieler, weil das darf ich vielleicht ganz kurz verraten. Der Hannes Steiner, der Niederösterreich-Sportchef der Krone, hat gesagt, naja, wenn es der Herzog irgendwie als unangemessen empfindet, wie sie die Spieler verhalten, dann kann er ihnen schon einmal in den Allerwertesten treten. War in diesem Fall aber nicht gehört, so. Das gehört ja dazu, wenn du unzufrieden bist, musst du Dinge ganz offen und ehrlich ansprechen. Aber nach zwei Spielen 4 Punkte habe ich dabei noch nicht so den Grund gehabt. Ich meine, ich bin nicht hundertprozentig zufrieden, das darf man nicht sein, weil oft ist ja schon die Gefahr da, wenn nach einem relativ guten Start eben mit 4 Punkten da ein bisschen Selbstzufriedenheit einkehrt. Also da muss das Trainer schon ein bisschen gegensteuern und wir haben einige Sachen, die wir noch viel, viel besser machen müssen. Aber trotzdem, glaube ich, nach dem Saisonstart im Pokal sind wir weitergekommen. Jetzt haben wir eine relativ leichte Auslosung in der zweiten Runde. Freilos kann man sagen. Gegen Rapid Wiener Heimspiel. Nein, aber es ist trotzdem eine Möglichkeit für uns. Es ist, nach der Auslosung hat jeder gesagt, boom, Rapid daheim, aber ich bin eher ein Typ, ich will da Herausforderungen haben. Es ist gegen Rapid daheim zum Spielen vielleicht nicht jetzt einfacher, aber trotzdem eine andere Angelegenheit, wie jetzt irgendwo bei einem Zweitligisten in Lafnitz und so, wo es auch richtig schwer wird. Gegen Rapid ist eine Top-Mannschaft in Österreich und da haben wir einen Gradmesser und das wird eine richtig coole Herausforderung. Und wenn du Cupsieger werden willst, muss sowieso an jeden Schlangen. So schaut's aus. Also, du musst das Kind beim Namen nennen. Ich mag zurück auf die Bundesliga zu sprechen kommen und dich fragen, wie sich's denn lebt so als erster Bullenjäger? Nein, wie gesagt, jetzt haben wir 4 Punkte. Das ist schon ganz schön, aber wir wissen auch, dass wir jetzt gegen Klagenfurt in Überzahl waren. Zwei Mann mehr und trotzdem ist es so, dass wir jetzt einfach in den nächsten Wochen einfach viel arbeiten müssen, von taktischen, von den ganzen Aspekten, die du halt brauchst, dass du da ein bisschen dominanter wirst in gewissen Spielphasen. Und ich habe ja eine relativ junge Mannschaft, also es sind einige sehr, sehr junge Spieler dabei und da muss man halt schon von Monat zu Monat einen Entwicklungsschritt sehen. Und das ist einfach mein großes Ziel und dann denke ich,
dass die Admira in den nächsten Monaten Erfolge feiern kann. Und einen dieser vielen sehr, sehr jungen Spieler muss man nach dem 4:0 gegen Klagenfurt natürlich gesondert herauspicken, womöglich auch auf die Gefahr hin, dass du gar nicht so eine große Freude damit hast, dass er jetzt schon so ins mediale Spotlight gebeamt wird sozusagen. Die Rede ist natürlich vom Doppelpacker Babuscu, weil nach eben diesem Doppelpack spitzfindige Journalisten schon dahergekommen sind und gesagt haben, Moment, der ist der gleiche Jahrgang wie der Demir und ist ein ganz guter Freund vom Demir. Sind Vergleiche schon zulässig? Schau, ich bin der Trainer der Mannschaft und ich weiß genau, was der Onur kann und was er nicht kann. Und wie gesagt, er ist ein junger Spieler, hat jetzt eine richtig coole Geschichte gehabt. Er war 6 Monate verletzt oder noch länger und jetzt ist er reingekommen, hat 2 Tore geschossen und das ist ja genau das, wenn du monatelang hintrainierst auf dem Punkt und dann kommst du rein und kannst der Mannschaft zum Sieg helfen und für ihn persönlich auch eine tolle Sache, aber trotzdem müssen wir wissen, dass er noch Verbesserungspotenzial hat. Ich war vor 2 Wochen richtig sauer für ihn, weil ich war ja ähnlich, ich habe mich auch oft auf mein Talent verlassen und als Trainer ist halt schon auch wichtig, dass du ein Talent sagst, dass eben auch eine harte Arbeit dazu gehört, weil du erwartest von Spiel zu Spiel mehr von so einem guten Spieler. Nicht? Und man hat im Training dann gesehen, bei einem Training, bei einem 11 gegen 11, hat er 3, 4 überragende Szenen gehabt und dann ist von mir auf einmal der Ärger, wo ich von ihm ein bisschen enttäuscht war, einfach in einer Fantasie, wie er in Zukunft unserer Mannschaft helfen kann, schnell gewichen und dass das gleich am Wochenende dann passiert mit 2 Toren gegen Klagenfurt, ist natürlich umso schöner. Aber trotzdem, ruhig bleiben und... Jetzt nicht unbedingt von dem her sprechen, oder ist das okay? Nein, das sollen die Leute machen, was wollen. Wichtig ist, dass junge Spieler halt wissen, dass sie jeden Tag beim Training besser werden müssen. Und da ist meine Aufgabe als Trainer, das zu steuern. Und wenn das nicht passiert, muss man halt dazwischen haben, das ist ganz klar. Ich bin aber auch kein Trainer, der die Jungen irgendwie zu viel schützen will, weil früher oder später müssen sie einmal ins Rampenlicht. Sie müssen mit Erfolg umgehen können, sie müssen mit Kritik, mit Niederlagen umgehen können. Nur so reifst du als Persönlichkeit. Und mir ist es lieber, wenn das schon einer mit 17 erfährt. Natürlich braucht er dann vielleicht noch ein bisschen mehr Unterstützung als ein 19-20-Jähriger, aber in Österreich ist es ja doch so, dass wir oft gesagt haben, na, der ist erst 23, der ist 22, der ist ein Talent. Und dann sind es ewige Talente. Und da bin ich halt schon so, dass ich sage, ich werde die Burschen fördern, auch fordern und wenn es sein muss, muss ich seinen Hintern treten. Das ist meine Aufgabe. Die Krone hat nach dem ersten Ligaspiel, nach dem 1:1 gegen Tirol, noch von einem fehlenden Typen fürs Spezielle geschrieben. Kann Babuscu genau dieser sein oder ist es womöglich schon? Er hat schon spezielle Anlagen, keine Frage, aber ich will jetzt einfach nicht nur über einen Spieler reden. Wir haben schon, vor allem in der Defensive, in den Spielen, seit ich da bin, sehr, sehr wenig zulassen, haben wir gut gespielt. Das ist die Basis von einer Mannschaft, nicht im Spiel nach vorne, aber jetzt nicht nur von den Offensivspielern, sondern vom ganzen Auftreten haben wir schon noch viel mehr Möglichkeiten, aber es ist ja irgendwie logisch, wenn es die letzten 2-3 Jahre jetzt als Spieler nicht so von Erfolg gekrönt warst, hast vielleicht immer im Hinterkopf so ein bisschen die einfachere Variante und nicht das letzte Risiko nach vorne und das möchte ich dann schon auch von meiner Mannschaft jetzt Step by Step mehr sehen. Einen Spieler mag ich trotzdem noch explizit herauspicken, nämlich Ristanić, der im ersten Spiel eine ganz gute Leistung gebracht hat, in der zweiten Partie dann allerdings von der Bank aus unter Anführungszeichen beginnen durfte oder musste. Weil du mit der Leistung nicht zufrieden warst, kann ich mir nicht vorstellen. Ich nehme an, das hat irgendwie strategische Hintergedanken. Naja, es ist auch 17, ja. Also man muss da schon aufpassen, dass man einen Spieler fördert, aber nicht irgendwie gleich. Teilweise ist es für einen jungen Spieler einfacher, wenn er dann sagen wir, in der zweiten Halbzeit irgendwann reinkommt, wenn der Gegner auch schon ein bisschen müde ist. Und er hat ihn Wartens von Beginn an gespielt, da sieht er, dass er mehr Vertrauen hat. Und was ihm in den nächsten Wochen passieren wird, das wird man sehen. Aber er ist auch ein richtig guter Junge, wir haben mehrere Junge. Wir haben ja 19-20-Jährige, die du jetzt nicht erwähnt hast. Und für mich ist es einfach so, dass ich auch schauen muss, dass der Teamgeist, das Teamwork in der Mannschaft passt, weil ohne dem kommen wir sicher nicht weiter. Und wie gesagt, wenn wir da jetzt immer nur über die 2 ganz Jungen reden, bin ich auch nicht ganz happy, obwohl sie bis jetzt richtige Talentproben abgegeben haben. Aber trotzdem glaube ich, ist momentan der Charakter von meiner Mannschaft sehr, sehr gut, weil wir einfach immer auch in jedem Training alles geben. Auch die Spieler, die nicht im Kader sind, die natürlich enttäuscht sind, siehst du dann glaube ich beim nächsten Training, geben wieder Vollgas und das ist einfach das, was das Trainer gern sieht. Also Andi Herzog kann und muss natürlich auch mit sehr jungen Spielern gut umgehen. Wie viel hast du denn von den Trainern mitgenommen, die du gehabt hast, als du ein ganz junger Spieler
bist. Ich denke da jetzt speziell an eine Geschichte. Andi Herzog ist ein begnadeter Geschichtenerzähler. Das kann einfach wahnsinnig gut. Und ich weiß zum Beispiel, wie er wunderbar auch den Otto Baric imitieren kann und erklären kann, wie er ihm als junger Spieler stark geredet hat und dann zum nächsten Spieler gegangen ist, zum Wurz oder zum Herren und genau das Gleiche gemacht hat mit ihm. Gehst du es ähnlich an bei deinen Jungen? Nein, das mache ich nicht. Also ich möchte schon meine Spieler natürlich schon pushen. Aber der Otto Baric hat seine eigene Methode gehabt, ist gekommen zu mir nach dem Training und gesagt, der Kleines, bist du Bester, war ich gerade 16 oder 17, bist du super, bist du Bestes von dieser Junge. Brauchst du ein bisschen mehr Pfeffer in diese Arsch, aber wirst du guter Spieler. Und ich war natürlich total erfreut und bin in die Kabine rein und war auf der Wolke 7 und habe aber als einziger in der U21, also in der Amateurkabine, mich noch umgezogen. Das hat er nicht gewusst und dann war ich halt mit Duschen fertig und mache die Tür auf, steht er gerade mit einem anderen jungen Spieler, mit Peter Wurz, vor meiner Kabinentür und sagt, Peter, bist du super, bist du Beste von diesen Jungen. Und ich habe mir gedacht, zugemacht, haben wir gedacht, das ist jetzt ein Depp, das hat er doch gerade vor 8 Minuten zu mir gesagt. Dann bin ich rüber, habe gesagt zum Peter Schötel, sage ich, Schöte, Freund von mir, sage ich, Schöte, kann ich kurz einmal mit dir reden? Sagt er, was ist los? Sag ich, der Baric mit dir schon gesprochen. Hat er zu dir auch gesagt, du bist der Beste? Hat er mir schon, ja, wieso? Sag ich, nein. Hat er zu jedem gesagt. Das war die Art vom Otto, die jungen Spieler zu pushen. Ist die Art, wie damals trainiert wurde, auch nur irgendwie mit der heutigen Art zu vergleichen? Anders gefragt, was muss man heute als Trainer können, was man damals nicht können musste? Nein, es ist schon so, dass alles ein bisschen mehr geplant wird, von der sportwissenschaftlichen Seite her. Das finde ich auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite zu viel darf es für mich auch nicht sein. Weißt, da bin ich vielleicht noch ein bisschen altmodisch, aber trotzdem muss man natürlich auch auf die neuen Dinge zurückgreifen, das ist ganz logisch. Aber ich bin halt auch der Meinung, wenn ein Spieler jetzt nach 70 Minuten beim Match müde ist, kannst du nicht sagen, na ja, er kann nicht mehr, der arme Bub. Zwischendurch muss man mal über den Punkt drüber gehen, über die Schmerzgrenze drüber gehen und das erwarte ich von meinen Spielern auch beim Training teilweise. Nicht immer, das ist eh logisch, weil sie müssen am Wochenende fit sein. Aber manchmal geht mir das schon ein bisschen zu weit, dass auf einmal heißt, na, der darf nur mehr, was weiß ich, 5 Minuten, dann wird es ihm zu viel hin. Und der, ich glaube schon, dass man ein bisschen eine härtere Mentalität vor allem auch bei den jungen Spielern wieder reinbringen muss. Und da möchte ich halt die richtige Mischung haben. Weißt schon, genug Spaß an der Arbeit, an dem Job vermitteln, aber trotzdem müssen sie auch wissen, sie müssen auch öfters ans Limit gehen, weil sonst werden sie nicht besser. Zumal ja gerade bei so einer jungen Mannschaft die Watschen natürlich kommen wird oder vielleicht sogar kommen werden. Bist du darauf vorbereitet oder was hast du dafür für einen Plan in der Schublade? Nein, wir müssen schauen, dass wir die Watschen so kurz wie möglich halten oder so spät wie möglich kriegen. Aber trotzdem ist es ja normal, dass wir einmal Niederlagen haben und schlechte Spiele haben werden. Und da müssen wir einfach weiterarbeiten, müssen dann schauen, eben, ich denke jetzt nicht an Niederlagen, ich gehe einfach optimistisch in jede Spielerin, bin vielleicht oft zu optimistisch, durch das habe ich auch sehr offensive Denkweise. Aber so war ich als Spieler, so möchte ich als Trainer auch. Ich will, dass meine Spieler einfach wissen, dass sie in jedem Spiel eine Chance haben, selbst gegen Red Bull Salzburg. Klar wird es schwer, gar keine Frage. Und gegen Rapid oder auswärts gegen Ried wird jetzt das nächste Spiel. Aber wir müssen wissen, wenn wir alles richtig machen, wenn wir einen super, super Tag erwischen, kann man jeden Gegner schlagen. Und dieses Selbstvertrauen will ich von jedem einzelnen Spieler sein. Wissen diese jungen Spieler heutzutage eigentlich noch, was ein Stangelpass ist, was ein Triplanski ist, was der 16er ist? Wissen die das? Also kann man so mit Wiener Slang ausdrücken? Kann man denen vorwerfen, einen Ballerwatsch zusammen zu spielen? Nein, das weiß ich nicht. Also von den jungen Trainern hat man ja heutzutage schon ganz andere. Das wäre nämlich die Anschlussfrage gewesen, wie sehr du diesen Jargon übernommen hast. Nein, man lernt es in der Trainerausbildung ganz anders. Da habe ich dann auch noch teilweise Schwierigkeiten. Im Endeffekt ist das Gleiche, was früher war. Ne? Also, weil Stangelpass oder ein Pass in die Schnittstellen, hast du früher gesagt, spülen durch, ein Lochpass oder irgendwas. Also es wird halt alles. Das Gegenpressing hat halt vorher geheißen, nach dem Vollpass direkt voll draufgehen. Genau, ne? So ist, ja. Man kann es halt immer fein umschreiben. Und trotzdem. Aber hast du diesen Jargon übernommen? Sprichst du vom Box-to-Box-Spieler zum Beispiel? Zwischendurch, das ist ganz klar, weil du das ja auch täglich in der Arbeit irgendwie auch hörst und dann auch verwendest. Aber ich bin jetzt der Letzte, der da irgendwelche Ausdrücke verwenden möchte, dass er hip wirkt. Nein, nicht hip, aber dass er klingt, wie wenn er ein besserer Trainer war. Ja. Also mir ist schon lieber, dass ich das mit meiner Mannschaft umsetzen kann. Wurscht, mit welchen
ausdrücken. Ich sage, manchmal geht mir das auch schon ein bisschen zu weit. Also das ist, aber so wie du es halt lernst in der Trainerausbildung. Lernst du umgekehrt von deinen Spielern auch wiederum Fachausdrücke, die du noch nicht kanntest? So aus dem Influencer-Deutsch oder so? Nein, das nicht. Eher, wenn ich in die Kabine reinkomme, wenn die Musik rennt. Was wird da gespielt? Lerne ich viel, dass ich schon zu alt wäre, weil die Musik kann ich mir nicht mehr anhören. Also Austropop ist irgendwie so, Tanzer und Fendrich wird nicht mehr gespielt. Haben wir aber früher auch nicht gehört vom Spiel. Was habt ihr gehört? Na schon, ein bisschen AC/DC oder so, die wildere Partie, das richtig. Hans Krankl hat ja angeblich auf die Musik als Motivationsfaktor gesetzt. Hat sich selber noch kurz einmal an der Luftgitarre abreagiert, das hat er wahrscheinlich gebraucht, aber trotzdem, es gibt schon Lieder, die früher gepusht haben und das haben wir früher auch schon gemacht, jetzt nicht so extrem, aber... Es ist ja hier bei der Admira die erste Station des Andi Herzog als Clubtrainer. Ist es genau so bisher, wie du dir die Hocken als Clubtrainer vorgestellt hast? Ja, es ist intensiv, sehr intensiv, keine Frage, aber das habe ich auch vorher gewusst. Das ist ein Unterschied zum Nationaltrainer, wo du halt die Mannschaft nur punktuell hast und immer, was weiß ich, jedes Monat einmal. Und der Vorteil ist, dass du halt Tag für Tag mit deiner Mannschaft arbeiten kannst und der Mannschaft deine Philosophie besser vermitteln kannst. Und diese Philosophie, um jetzt ganz lapidar nachzufragen, besagt was? Was ist die Philosophie des Trainers Andi Herzog? Ich möchte einfach eine Mannschaft haben, die mit Spaß, Leidenschaft, mit Mut nach vorne spielt, aber jetzt nicht blind ins Verderben rennt. Also ähnlich wie ein Spieler möchte ich das auch anlegen, dass sich meine Mannschaft nach vorne traut, dass wir kreativen Fußball spielen, dass halt die Leute sagen, da schon in der Südstadt entsteht eine junge Mannschaft, eine attraktive Mannschaft. Und dass wieder mehr in die Südstadt kommen und uns da richtig unterstützen. Apropos, es waren beim ersten Heimspiel unter deiner Riege 1600 und ein bisschen was Zuschauer, jetzt ein bisschen spitz zugefragt. Hättest du dir mehr erwartet, die sagen, gehen wir Herzog schauen? Nein, das liegt jetzt an uns. Wir müssen einfach weiter hart arbeiten, erfolgreich sein. Und dann werden sicher mehr Zuschauer in die Südstadt kommen, das ist auch ganz klar. Und wie gesagt, wir waren jetzt auch noch nicht phasenweise spielerisch so, wie ich mir das vorstelle. Und das wird hoffentlich, wie mit jungen Spielern halt so ist, wird es einmal wieder viel besser werden. Dann werden wir wieder mal ein paar Dellen haben, die wir einfach auch überstehen müssen. Aber wichtig ist, dass wir die jungen Spieler so weiterentwickeln, dass wir als Mannschaft richtig gut und einen attraktiven Fußball spielen. Und dann werden sicher mehr Zuschauer in die Südstadt kommen. Ich weiß ja auch seinerzeit bei der Vienna, wo wir ganz eine junge Mannschaft gehabt haben, wo wir auf einmal vom 8. Platz nach vormarschiert sind, am 4. Platz. Und du dann und relativ schnell Teamspieler wurdest. Genau, mit Stöger, Roos, Glatzmeier, Herzog, da haben wir auf einmal innerhalb von einem Jahr 4 Nationalspieler gestellt. Das ist jetzt eine andere Zeit, keine Frage. Aber trotzdem möchte ich halt auch, dass sie die Jungen so entwickeln, dass sie früher oder später mal sagen können, ja, der erste Schritt bei der Admira war natürlich schon eine fantastische Zeit, so wie es bei mir bei der Wiener war. Ab wann blickst du denn auf die erste Saison zurück und sagst, ja, so ähnlich habe ich mir das vorgestellt und damit bin ich zufrieden? Natürlich werden die Journalisten sagen, na klar, wenn er es möglichst früh aus der Abstiegszone schafft oder wenn er mit dem Abstieg nichts zu tun hat. Und wahrscheinlich müssen wir Journalisten uns dann auch zu Recht anhören. Ich dazu immer nur die Punkte beurteilen und ich habe keine Einblicke. Das heißt, welche Soft Facts sozusagen ziehst du noch heran zur Analyse? Ja, als Cheftrainer im heutigen Profifußball sind natürlich die Ergebnisse schon wichtig, aber ich schaue halt einfach mehr, wie haben wir unsere Vorgaben umgesetzt, unter der Woche, was trainieren wir, wie können wir das dann im Spiel umsetzen, und das ist wahrscheinlich auf Dauer wichtiger, wie einmal schnell ein, zwei Spiele mit Glück Punkte holen. Also da ist schon der Entwicklungsprozess für mich momentan wichtiger, vor allem wenn jetzt dann in der Winterpause an oder nach der Winterpause die Punktehalbierung kommt, also da wäre schon gut, dass wir wissen, okay, im Frühjahr haben wir eine vollkommen intakte Mannschaft und wir haben die breite Brust und das Selbstbewusstsein, dass wir sagen können, wir können überall gut spielen und auch das notwendige Resultat erzielen, als hinten reinstehen und auf ein Wunder hoffen, das bin ich nicht. Hast du selbst eigentlich einen Karriereplan? Wohin soll dich denn deine Trainerlaufbahn noch führen? Weil du sagst ja ganz offen, es hat natürlich auch andere Angebote als das von der Admira gegeben. Insofern war Corona vielleicht auch ein bisschen ein Glücksfall für die Admira, weil sie dadurch an die Herzog gewinnen konnte. Ich habe da keinen Plan mehr. Ich nehme alles so, wie es kommt. Ich würde es einfach mit Spaß und mit Leidenschaft, mit meiner Art, wie ich bin als Trainer, jetzt bei der Admira angehen und würde den bestmöglichen Erfolg haben für den Verein, für die Mannschaft. Aber im Hinterkopf habe ich natürlich schon, dass ich ein paar junge Spieler so weiterentwickelt, dass sie einfach eine Riesenkarriere vor sich haben. Und das ist einfach auch der Gedanke, der mir jetzt da die Arbeit bei der Admira sehr schmackhaft gemacht hat. Und darum habe ich auch im Sommer dann zugesagt. Dann wünschen wir alles Gute dafür. Ich kann dir jetzt im Sinne des objektiven Journalismus natürlich keine besondere Tabellenplatzierung wünschen, aber wir freuen uns auf spannende und hoffentlich herzeigbare Spiele der Admira mit Cheftrainer Andi Herzog. Danke für deine Zeit.